Das hier, guck mal, hier sogar auf der anderen Seite. Okay, zu 49, ist nicht schlecht. 44 zu 49. Oh, das ist gut. Oh, das ist richtig gut. Ja, das nimmt man doch mal mit. Elite Insert. 44 zu 49 und zwar keinen geringeren. Hallo Leute, es geht weiter mit den aktuellen Boxen. Wir haben heute die Topps Gold geliefert bekommen, leider etwas überteuert gekauft, weil wir zu früh bestellt haben. Gibt es jetzt günstiger, aber ja, ist natürlich eine schöne Box. Was ist der Jackpot da drin? Naja, also man kann zwei Parallels rausziehen und man hat ein Autogramm, also Messi und Haaland sind da natürlich drin. Das sind die großen, aber es gibt noch andere schöne Karten. Deswegen, wir gehen jetzt einfach mal rein in die schöne Box. Man bekommt natürlich viele, viele Karten, auch schöne Inserts und Base-Karten. Und ja, also die Qualität der Boxen variiert natürlich. Also ich habe echt richtig, richtig gut gesehen. Ich habe auch absolute Bruchboxen schon gesehen, wie ihr wahrscheinlich auch alle. Ich würde vorschlagen, wir schauen einfach mal rein und hoffen auf was Gutes. So, wir kommen rein. Also die Boxen sind auch echt sehr City-lastig. Also mit Phil Foden, Kai Havertz, schöne Karte. Ja, Kartenqualität auch richtig gut. Ein bisschen dicker. Dann haben wir Kulusevski. Jesus Gold, very nice. Bobby Firmino. Oh, da haben wir schon eine Elite, sieht gut aus. Griezmann. Oh, und das ist eins der besseren Parallels mit Haaland. Nimmt man gerne mit. Cody, Kyle Walker und wir haben Gold Kevin De Bruyne. Tchouaméni, Charles de Ketteler, oh Elite, Robert Lewandowski, sehr schönes Ding. Verratti, ah, Gold Gavi, nehmen wir auch gerne mit. Riyad Mahrez, Ederson, Zeitspieler. Eden Hazard, Serginho Dest und Sadio Mané Gold, bald MMA-Kämpfer. Wir haben Andy Robertson, Felipe Anderson, Nuno Mendes, Diaz Gold, Casemiro, Grimaldo, Betancourt, Leroy Sané, dann haben wir noch eine Gold, Vlahovic und, okay, die hätte ich gerne nummeriert gehabt, Harvey Elliott, Richarlison, ganz schlechte Saison, Thomas Müller, oder nochmal Gold, Elite, sehr schön, Pedri, Alexander Arnold, Noah Okafor, Rafinha, Emil Smith-Rowe und wenn haben wir hier im Angebot, Harry Kane, Hakimi und Theo Hernandez. So, vier Packs noch. Jetzt müssten ja langsam auch die Nummerierten und das Autogramm kommen. Wir haben Raheem Sterling, Alejandro Balde, Gabriel Martinelli, Pepe, gerade nochmal den Vertrag verlängert, Sandro Tonelli. Wir haben Gold, Rafael Leao, also viele Milan-Spieler, ah, Matistel, hervorragend, Mohamed Kudus, Eduard Camavinga, ah, da hinten kommt doch schon die erste Nummerierte. Wir haben das Nummerierte, hier, die 49 zu, oh, 99, okay, ah, es ist Paulo Dybala. Ja, ist doch gut. Den haben wir noch nicht. Ich glaube, da haben wir weder nummeriert noch Autogramm. Ist okay, nimmt man gerne mit. Ah, ist ja komisch, dass er mit der Elite als Erste kommt. Benzema, sehr schön. Martinez, Antonio Rüdiger, Gold und Kunku, sehr schön. Milik, Spinazzola, Neymar Gold, Noah Lang,
Oh, noch mal eine Elite. Oh, Musiala. Die nummeriert war natürlich noch besser. Nicht nummeriert ist Ben Chilwell. So, jetzt muss eine nummerierte oder Autogramm kommen. Ousmane Dembélé, Rodri, Xhaka, Gold, Son, Ryan Gravenberg. Hier ist Lindström, oh, das ist der erste Frankfurter. Anthony Elanga wäre auch gut gewesen. Lukaku. Ja, da hinten ist, glaube ich, schon was. Ja, das ist, glaube ich, ein Future Star. Dina Mbimbe. Diaz Gold. So, jetzt gehen wir mal rein. Ja, das sind die Future Stars. Zu wie viel? Future Star. Okay, 6 zu 99. Aber Rookie. Und Winama, kenne ich nicht. Enrique Araujo. Okay, 15,90 Euro. Rookie Enrique Araujo kann ja bei Benfica immer ein Kracher werden. Müssen wir mal schauen, was A die Karte wert ist und wer der Bré ist. Keine Ahnung, also Autogramm und nummeriert 6,99 Euro. Enrique Araujo. So, letztes Pack. Eine nummerierte haben wir noch drin. Das ist Fofana, das ist Gomez. Valverde, schön wäre jetzt noch eine richtig geile Karte. Moukoko, dann haben wir noch eine Elite, Vini Junior, den hätte ich auch nummeriert genommen. King, Lautaro Martinez, den hätte ich nicht genommen. Ah, okay, Elite, Jude Bellingham, da haben wir doch schon mal alle dabei. Mehdi Taremi, Karim Adeyemi. Und jetzt kommt Gold. Mal Nummerierung an. Die ist nicht hier, ist die. Oh, guck mal, hier sogar auf der anderen Seite. Okay, zu 49, ist nicht schlecht. 44 zu 49. Oh, das ist gut. Oh, das ist richtig gut. Ja, das nimmt man doch mal mit. Elite Insert. 44 zu 49 und zwar keinen geringeren als Mr. Lionel Messi. Das ist eine richtig geile Karte. Also beste Karte zum Schluss. Ich glaube, müssen wir uns die Highlights nicht mehr anschauen. Also da sieht man es, das sind die zwei besten Karten. Dann hat man noch einen Dybala zu 99, aber das ist natürlich eine mega fette Karte. Okay, also ich bin zufrieden, das kann man auch echt alles schlechter machen. Besonders die hier ist richtig geil, also die habe ich noch nicht so in der Form gesehen. Also, dann gerne ein kostenloses Abo da lassen und ein Like und dann bis zum nächsten Video.